Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit unserem Freund hier, dem Sebastian Kurz, der hier gerade immer noch fleißig baut an der Fernbahnstrecke Salzburg, München, Innsbruck. Weil, warum nicht? Ganz sinnvoll. Das heißt ja auch hier irgendwie Betrug irgendwie. Also, ist ja seltsam. Aber naja, die dürfen das natürlich, ohne Stadt anzubinden. Wir nicht. Im Endeffekt lohnt es sich vielleicht auch tatsächlich eine Verlängerung hier bis Bregenz und Dornbirn anzustoßen. Aber das sind wir erstmal. So, wie sieht's denn hier mit unserem Freund Liechtenstein aus? Können wir da mal beantragen, dass wir da Züge durchbauen dürfen? Tun wir nochmal hier was für. Ja, für die Umwelt. Und natürlich für unser Defizit. So, wir möchten gerne was für Liechtenstein. Könnte Liechtenstein nicht mal fragen. Aber halt die Schweiz. Das heißt, wir können kein ICE nach Vaduz bauen. Ist ja scheiße. Und weil die so klein sind. Räusche. Weil die so klein sind, können wir da nicht anfragen. Das finde ich schon ein bisschen asozial, ne? Aber naja, lohnt sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ja, aber eine Autobahn von Bregenz nach Dornbirn, aber wir bauen keine Autobahn. Tun wir einfach nicht. Wir sind umweltfreundlich. Darunter nur die bewaffneten Konflikte grün sind. Und Terrorismus, weil, keine Ahnung. Epidemie. Ja, freuen wir uns doch mal auf die Epidemie. Ach du Scheiße. Wir möchten hier kein Corona haben. Ausdrücklich möchten wir hier kein Corona haben. Ja. War aber schon gut dabei. So, die Beamten kriegen ordentlich Geld. Überall läuft es super. So, da haben wir Maurizio Gerne. Schwarz auf Paunele. zu fr Ja, militärische Allianz neu verhandeln. Machen wir doch mal zwei Basen. Weil brauchen wir. Ihr Angebot ist sehr in Ja. Das ist der Paunele. Paul Nele. Das ist der Herr Paul-Nele. Interessant. Vielleicht können wir dann ja tatsächlich hier irgendwie Zürich Bregenz. Das werden die eh ablehnen und ich werde dann nicht mehr Anteile bezahlen, als mir theoretisch zustünde. So, nach Dornbirn, St. Gallen, Herisau, Frauenfeld, Zürich. Ja, so. 46% ist, denke ich, angemessen. Ein paar Forscher, die in den riesigen Bo Labors allein sind, haben viel Platz. Okay, also brauchen wir mehr Forscher. Was leisten wir uns? 35.000. Dafür wird das Gehalt gesenkt, tut mir leid. Mehr Forscher, dafür etwas weniger Gehalt. Ich denke, das ist fair. Wirklich Sie erfreut haben uns die Projekte. Grundlage. Projekt abgelehnt. Finanziell schwierige Ihre Situation. Politik ist auf dem. Die Armee ist mit uns, schön. Ich zitiere übrigens aus einem Kommentar der vorletzten Folge. Moment. Das darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Hier Community Service und so weiter. Das übrigens aufruftechnisch mal so über, also mal so völlig übermäßig, also völlig übermäßig geklickt wurde. Was für mich erstaunlich ist, weil ich nichts anderes gemacht habe als sonst. Gibt halt manchmal Stichwörter in den Titeln. Ah, Präsident der Stiftung. Sie haben Stiften und Teilen. Teilen und Stiften. Teilen und Stiften. Stiftung Teilen der Menschen. Stiftung, te Stiftung Teilen und Solidarität, so hieß es. Stiftung Teilen der Menschen. Wir zerteilen die Menschen einfach mal. Ah, ich habe einen Folgentitel. Moment. Stiftung Teilen der Menschen. So,
bekommt das Herr mit 2 R geschrieben. Mehr Geld würde mich freuen. Hotcakes ist lecker geschrieben. Ich habe ihn gefragt, was er damit meint. Er hat bisher nicht geantwortet. Ich gehe aber mal davon aus, dass davon damit das Herr gemeint ist. Ich musste da mehrere Minuten ungelogen drüber nachdenken, was er mit Herr meinen könnte. Dachte, hä, meint er mich irgendwie und beherrscht einfach keine Grammatikregeln, dass ich mehr Geld verdienen soll, aber ich verdiene doch gar kein Geld durch YouTube und so weiter. Ja. Operation. Aber nicht. Das ist aber nicht unsere, oder? Nee. Ja, ja. Nein. Warum mal nicht? Ja, dem Herr kann ich leider nicht viel mehr Geld geben. Ich habe dem ja schon vor kurzem mehr Geld gegeben. Ich kann durchaus nochmal hier auf 4500 Berufssoldaten gehen und das Gehalt auf Runden, warum auch immer das jetzt so unrund ist, bestimmt wegen irgendwelchen Deflationen oder sowas. So hat es wenigstens ein bisschen mehr Geld gekriegt. Aber ich denke, wir brauchen erstmal keine neuen Kasernen oder sowas in die Richtung. Ich denke, da ist Österreich sehr gut aufgestellt. So, Einweihung, Auftritt des Staatsoberhauptes. Was wird denn eingeweiht? Das war nicht so ganz. Das Sportzentrum. Ergriffenheit ringt mit Stolz, wenn ich dieses Gebäude betrachte. Vor uns steht unseres nationalen Genies. Ja, lassen Sie uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Dies ist ein heiliges Feuer, welches die Vision unserer Architekten anregt und die Leidenschaft unserer Bauexperten antreibt. Ich glaube, das war das Sportzentrum. Hilfe. Die USA hat Diabetes. Nein. Implantierte Insulinpumpe entdeckt. Meine Güte, geht das da langsam durch. Wir müssen uns mal wieder etwas profilieren, deswegen treffen wir uns mit der katholischen Kirche. Der evangelischen Kirche. Mit der muslimischen Gemeinde. Und natürlich mit, keine Ahnung, Johanna Neukopf. Kopfkopf, was auch immer. Irgendwann in die Richtung halt. Sie wissen, dass in unserem Dienst... Die Regierung von der Demokratischen Republik Kongo hat zwei Nuklearraketen gekauft. Können wir da von der UN? Gerne. Wenn es... Wie? Meine... So. Gerne. Hoch. Zu. Och, der ist ja inzwischen gelb. Ja. Ist ja inzwischen Luxus. Oh, Neukopf. Dank. Das... Ja. So viel. So. Wir haben den unwiderlegbaren Beweis, dass dieses Land gegen internationale Konventionen verstößt. Dieser Beweis soll Sie dazu bewegen, sorgfältig darüber nachzudenken, was wir unternehmen sollten. Sollen wir die Augen davor verschließen oder sollen wir die Regeln des Gesetzes beteuern? Was hat der plötzlich für einen Akzent? Regeln oder wie? Ist irgendwie nicht sehr österreichisch, was er da redet. Aber was es ist, das konnte ich jetzt nicht irgendwie raushören. Aber irgendwie ganz seltsam. Oh, beim nächsten Mal. Gerne. Wenn es Ihnen... Das ist meine... Beweise sind ausreichend, um Maßnahmen zu ergreifen. Schön. Schön. Chemische Gemeinde. Gerne. Erklärung positiv, sehr schön. Wenn es Ihnen... Wie... Er freut mich immer, wenn die Muslime mich mögen. Und wir sind ja eine konservative österreichische Partei. Okay, das war der drüber nachgedacht hat. Mich nur halbwegs mochte wahrscheinlich. Oder irgendjemand Unbeliebtes, der mich gelobt hat. Keine Ahnung.
Auch beliebt hier. Zum Beispiel der Herr Schlelich. Könnte uns noch loben und noch halbwegs beliebt hier. Zum Beispiel der AIDS-Typ. Künstliche Haut und Muskeln. Heiliger Mist. Mhm. Ihrem Busen ein schwaches Glied zu machen. Also müssen die Entwickler doch bewusst eingebaut haben, oder? Nein, danke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbewusst ist. Ja, ich... Ja. An ihrem Busen ein schwaches Glied. Wenn es ihnen... Liebe Kinder, das Spiel ist nichts für euch. Gerne. Champagner. Ja, ich großartig. Weiß. Ja. Führer. Wenn es ihnen... Loben. Weiter. Wenn dann die Pressebotschaft jetzt nicht viel mehr gebracht. Buch von... Schade, dass ich keine Spielkopie hier auf CD oder so habe. Dann hätte ich jetzt ein Fenster raus. Alabanien! Das bekannte Land Alabanien. Ja, Alabanien ist bestimmt ein Mix aus Alabama und Albanien. Aber hier ist halt alles richtig. Das ist, Das ist ja obskur. Treffen wir uns doch mal mit der Regierung von Alabanien. So ein EU-Kartenmodus wäre was Nettes. Weiß nicht, warum man diesen Kartenmodus machen sollte. Das ist. Doch, das ist vielleicht interessant. Haben wir irgendwelche Länder, in denen wir keine Botschaft haben? Beispiel Nordkorea. Doch, da haben wir bestimmt. Mhm. Da wird ein Premierminister von Albanien. Gerne. KW bewundern. Ja, das. Sie wollen bestimmt ja erdgebundenen Zugang. Schade. Dann wollen wir aber was verkaufen. Haben wir schon länger nicht gemacht. Albanien ist ja ein reiches Land, was uns das abkauft. Ist ja. Ja, wie Kloßbrühe. Milch. Milch zum Beispiel. Geringe Mengen Milch. Tschüss. Einweihung einer großen Bibliothek in Wien. Natürlich. Und jetzt unsere ganzen Sachen. Anstieg des Glücks. Also schön. Beim letzten Mal sind wir abgestiegen. Das ist 1.9 jetzt. Ja, geizigen Raumfahrtprogramms. Gerne. Champagner. Großartig. Zu. Führer. Ich bin loben. Und tschüss. Mit ihnen rede ich nicht mehr. Habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da haben sich ja auf Gelb gekriegt. Das passt ja. Der Vatikan hier. Ja, der liegt natürlich außerhalb von Rom. Ist doch klar. Und dass der aber eine eigene Grafik hat hier. Heiliger Stuhl heißt das Land auch noch. Ah, treffen wir nochmal Papst Francesco, der gleichzeitig Argentinier und Vatikaner ist. Ergriffenheit ringt mit Stolz, wenn ich dieses Gebäude betrachte. Vor uns steht der Ausdruck unseres nationalen Genies. Ja, lassen Sie uns kein... Lebensfreude. Ja, sehr schön, Herr Frau Holz, oder wie auch immer Sie heißen. Wie für... Ich denke, wir... War schön, dass er Deutsch kann. Auf der Beseitigung des Chef der Regierung. Nein. Den Stabilitätspakt der EU... Ah, von mir aus. Das hat wieder was mit dem Geld. Da habe ich inzwischen anderer Meinung. Huch. Jetzt werde ich bald aus der EU rausgeschmissen. Jetzt sieht es nicht so gut aus. Wir nehmen hier neue Schulden auf. KW. Abanja. Großartig. Führer. Ja. Ich
Nein, nein, ich bringe hier niemanden um. Ja, Frau Bastrich, Dankeschön. Wenn ich unsere wissenschaftliche Zelle hat ein Forschungszentrum durchsetzt. Gemäß der... Stehen wir doch mal aus Venezuela. Warum nicht? Die haben auch bestimmt so viele Sachen. Dafür wahrscheinlich aber auch keine Spionageabwehr. Den Böller. Also irgendwie die Regierung, die spitzt. Vor allem die grünen Teile der Regierung, die hassen sich gegenseitig. Aha. 1,21 Milliarden. Boah, das ist ja, wir sind ja fast im Plus. Hm. Wir geben halt viel zu viel Geld für Schuldentilgung aus, das ist das Problem. Wir können halt auch nirgendwo wirklich einsparen, außer im Gesundheits- und Soziales-Bereich. Aber da können wir nicht einfach kürzen, da werden wir geköpft. Rente wieder abschaffen. Nee. Konsum legal. Da wären wir, glaube ich. Ja. Yep. Klar. Machen wir natürlich regionale Systeme hier. Verringerung des Glücks in Österreich. Ah, wir sind aber schon wieder am Folgenende. Ich verabschiede mich recht herzlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.